Willkommen Leute, es ist wieder Zeit für Battlefield 4. Wir spielen erneut Vorherrschaft, sind jetzt auf Golmutbahn und ja, ich habe leider gefailt. Ich habe es wieder mal nicht, ich habe es im entscheidenden Moment, habe ich es nicht hinbekommen. Oha. Ja. Wieso wollt ihr denn meine Bude hier einstürzen? Ja, das war's. Da muss ich wohl raus. Das waren doch gerade mal zwei Treffer, oder? Aber. Was ich sagen wollte. Ich habe gefailt mit meiner letzten Aufnahme. Ich habe es wieder mal hinbekommen mit meinem Mikro. Und ich habe es geschafft. Ich habe den entscheidenden Pistolenkill hinbekommen. Mit der M1911. Deshalb werde ich diesen kleinen Schnipsel. Werde ich jetzt gleich mal kurz einwerfen. Willkommen Leute, es ist wieder Zeit für Battlefield 4. Wir spielen erneut Vorherrschaft, sind jetzt auf Golmutbahn und ja, ich habe leider gefailt. Ich habe es wieder mal nicht, ich habe es im entscheidenden Moment, habe ich es nicht hin. Sehr gut. Ja, da war's. Also, das war der Beweis. Ich hab's geschafft. Die Mission ist erledigt. Die Mission ist geschafft. Damit bin ich quasi frei für eine neue Mission. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Vorschläge habt, immer her damit. Ich bin frei für was Neues. So, und unterdessen... Wieso schmeißt du jetzt hier eine Granate rein? Aber, ja, es ist... Es passt einfach. Irgendwie passieren mir immer so komische Sachen. Ich habe ja schon so ziemlich alles erlebt. Negativ. Hier das Mikro vergessen. Da wieder was nicht richtig aufgenommen. Und im Spiel selbst natürlich auch. Immer fleißig. Kuriose Dinge erlebt. Hey, das bin ich aber mächtig erstaunt. Normalerweise, das ist ja auch sowas, wenn ich um die Ecke verschwinde, aber vorher schon beschossen werde. Oh, ah, ich hatte auch kaum noch was. Dann kriege ich trotzdem immer noch weiter auf den Sack, werde dann trotzdem weiter beschossen, obwohl ich schon längst um die Ecke bin. Auf der anderen Seite, bei mir nicht. Wenn mein Gegner um die Ecke verschwunden ist, dann ist er auch weg und ich kann da gar nichts mehr machen. Immer so eine blöde... Oh, das war ein Bouncer. Oh, wieso habe ich ihn nicht erwischt? Ich habe doch schon die kleinstmögliche Angriffsfläche gehabt. Allerdings hatte ich auch wieder nicht 100%, ne? Ja. Da wird es gelegen haben. Ja, die M1911 habe ich jetzt auch gleich wieder abgerüstet. Ich bin jetzt mit der 93R unterwegs. Ab jetzt werde ich die wahrscheinlich auch dauerhaft benutzen. Wenn ich sie überhaupt mal wieder benutze. Ansonsten laufe ich hier mit dem ACE21 durch die Gegend, nachdem ich festgestellt habe, dass ich mit dem Typ 95 B1 schon relativ viele Kills, über 1300 Kills hatte. War es mal wieder an der Zeit, das Gewehr zu wechseln. So, jetzt habe ich vor kurzem, aber erst festgestellt, also vor kurzem, vorhin erst, dass ich mit diesem Gewehr hier auch schon wieder knapp 1000 Kills auf der Uhr habe. Also, tja, so schnell geht das. Dabei habe ich es noch gar nicht so lange. Hab aber hier dann wieder das Cobra-Visier drauf. Und, du schmeißt mir hier keine Granate an, Latz. Doch, schmeißt du. Oh, ich hab meine Granatenmagneten, ne? Oh, shit. Ja, das ist auch wieder so eine Sache, die mir ständig passiert. Da killt mich jemand, aber
Eine halbe Millisekunde. Oh! Oh! Mann! Eine halbe Millisekunde später ist er tot. Und hier das nächste. Ich wurde wiederbelebt. Unglaublich. Und ich bin noch nicht wieder tot. Weil wenn ich wiederbelebt werde, bin ich meistens sofort wieder tot. So, ja. Wo kommt denn der schon wieder her? Auch das finde ich manchmal seltsam. Auf einmal steht hinter dir einer. Aus dem Nichts. Als könnten sie spawnen, wo sie möchten. Oh, da, das meine ich. Das meine ich. Er läuft um die Ecke und ist verschwunden. Und wenn ich meine Granate irgendwo hinschmetter, bringt sie meistens nichts. Ach, oh Mann. Ja, ich verstoße hier auch schon wieder gegen ein weiteres von mir selbst auferlegtes Gesetz, nämlich nimm nicht die erste Runde, die du spielst, auf. Das mache ich jetzt aber gerade schon wieder. Das ist meine erste Runde heute. Und ich nehme sie trotzdem auf. Hä? Habe ich noch eine? Habe ich da jetzt zwei hingelegt? Naja. Öfter mal was Neues. So, ja, bleibt doch nicht. Und das ist auch immer so eine Sache, ne? Bleibst du mal hinter den kleinsten Vorsprüngen hängen. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Alpha verloren. Und da fliegt schon wieder eine Granate. Jetzt habe ich auch gleich meinen Standort verraten. Hä? Wollten die nicht oder haben die mich als nicht feindlich anerkannt? Interessant. Naja, macht's. Macht, wie ihr meint. Ach, das geht immer manchmal so schnell. Auch scheiße ist, dass sie... Die haben mir ja alles zerstört. Das ist doch dumm. Wie willst du denn einen Häuserkampf spielen, wenn da keine Häuser mehr stehen? Wie sieht's überhaupt aus? 100... Oh Mensch, das ist ja auch immer so eine Sache. Meine... Also, zu den vielen anderen Sachen. Dass ich relativ häufig... meine Aufnahmen verliere. Dabei habe ich mittlerweile wieder über 50% Sieg. Quote. Scheiße! Oh Mann! Das ist schon ewig her, dass ich in so eine Klemme reingerannt bin. Schon ewig! Und jetzt passiert es dann mal wieder. Da wusste wohl einer zu genau, dass hier hinten immer hingehockt wird. Oh Mann. Bestimmt schon 30 Runden keine Klemme reingerannt. Immer schön aufgepasst. So. Dann wollen wir doch mal hier eine hinsetzen. Ey, das ist ja richtig blöd. Hier steht ja kein einziges Gebäude mehr. Wir haben gerade Einsatzziel Bravo verloren. Kann ich mich nur noch auf die Trümmer setzen. Wieso kann ich nicht laufen? Ich hänge hier schon wieder. So. Ich half aus. Ich vergesse an der ganzen Zeit hier auch noch ein paar Kisten zu schmeißen. Jetzt mache ich schon genauso. Na, komme ich so weit? Ich habe auch gerade gar keinen Blick dafür, welche... Sehr schön. Welche Fahnen eingenommen werden sollen. Im Moment läuft ja auch eine Community-Challenge von DICE. 100 Millionen Flaggen einnehmen. In 5 Tagen.
Ich weiß gar nicht, wie es momentan aussieht, aber als ich das letzte Mal geguckt habe, da waren erst gerade 6 Stunden gelaufen. Und 5 Millionen Flaggen knapp eingenommen. Das würde bedeuten, wenn dieser Schnitt gehalten werden kann, dann reicht's. Die Frage ist... Scheiße! Ob dieser Schnitt noch gehalten wurde bisher. Heißt, man müsste ja 20 Millionen pro Tag schaffen. Und dann gibt's wieder für alle ein Goldpack. Mal mehr, mal weniger nützlich. Na, wo denn? Und jetzt sehe ich auch schon wieder, dass es schon wieder eng wird. Und ich sehe, dass er mich sieht, einmal kurz schießt und mich wegmacht. Auch, nee, er hat das AC-52. Achso, da war ich vorhin ja stehen geblieben. Ich habe auch die Mündungsbremse drauf. Ich habe... Moment, was habe ich denn drauf? Genau, Cobra, grünes Laservisier, Mündungsbremse und unterm Griff den, den Kurzgriff. Das ist eigentlich so meine Standard. Ausrüstung. Mist! Wechsel doch schnell zur Waffe. Ich denke, das geht schneller als nachladen. Das hat ewig gedauert. Oh, danke. Oh, ja, klasse. Das ist es. Du wirst wiederbelebt, was ja auch schon nicht so oft vorkommt. Und dann siehst du dich gleich so einem Granatenhagel wieder entgegen oder wirst anderweitig gleich wieder gekillt. Und ich sehe, dass wir doch wieder verlieren. Ich kann einfach keine aufgenommenen Runden mehr gewinnen. Oh, das war meine. Was ist denn das? Ganzes Magazin. Und ich stehe. Er steht immer noch. Auf der anderen Seite dann wieder. Oh. Sauber. Sauber geklappt. Das war mal gut. Hallo? Wieso? Ah, was ist das? Das ist so echt der Wahnsinn. Natürlich verlieren wir die Runde trotzdem wieder. Ich darf sowas einfach... Vielleicht weil ich es gesagt habe. Baumstumpf, ich dachte gerade. Oh, den wollte ich mir noch schnappen, aber da ist es schon wieder geschehen. Verloren. Och Mann. Naja, wollen wir mal gucken. Muss wissen, ob es eine vernünftige Runde war. Und es war die erste, wie gesagt. Naja. Für den Anfang, wie gesagt, geht's. So, das war's dann erstmal wieder und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, rauf aufs Schlachtfeld. Bis dann.